Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Mama Nadja. Auf diesem Kanal teile ich mit euch meine Erfahrungen und Kenntnisse zur Montessori-Erziehung, positiven Disziplin und wie man bewusst und achtsam mit den Kindern mitwächst. Ich hoffe, du wirst ein Teil dieser wunderbaren Community. Abonniere meinen Kanal, drück auf die Glocke, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Sohn Andreas ist vor kurzem 2 Jahre alt geworden. Wir haben seinen Geburtstag gefeiert, das verlinke ich euch hier. Und der befindet sich gerade in dieser Autonomiephase. Er entwickelt seinen eigenen Willen, was eigentlich sehr gut ist. Ja, es ist eine sehr wichtige Phase für die Kinder und genauso wie die Kinder auf die Welt kommen und können nicht laufen und können nicht sprechen, das müssen sie alles lernen. Genauso ist es mit dem eigenen Willen, das muss erstmal entwickelt werden. Auf jeden Fall ist es ein sehr schöner Prozess für das Kind, umso schwieriger ist es eigentlich für die Eltern. Also ich finde das, es fordert uns heraus, man braucht auf jeden Fall viel Geduld. Und Andreas ist momentan ziemlich rigoros, was Anziehen angeht oder Ausziehen. Der möchte alles alleine machen. Komm, Schatz, die Mama hilft dir. Это тоже снять? Да. Darum habe ich jetzt dieses Buch rausgeholt. Das ist ein Buch, wo ich meine Gedanken oder einfach wichtige Punkte aufschreibe, wenn ich Bücher zur Kindererziehung lese, verschiedene Ratgeber, und wenn mir irgendwas gefällt, dann schreibe ich das alles in dieses Buch rein. Und die Kinder spielen unten. die spielen mit dem Papa. Ich schreibe das alles in dieses Buch rein. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich meine Kenntnisse irgendwie auffrischen muss oder mehr Sicherheit brauche, dann hole ich dieses Buch und lese ein bisschen durch. Und für dieses Video heute habe ich gedacht, ich habe mir da so schöne Punkte aufgeschrieben, was Montessori angeht, Montessori-Ansatz zu Disziplin. Und ich habe gedacht, das teile ich gerne mit euch in diesem Video und für mich selbst gehe die Punkte nochmal durch. Wie sieht Montessori-Pädagogik Disziplin aus? Ich glaube, es gibt ein verbreitetes Missverständnis, dass die Kinder, die montessorisch erzogen werden, sehr frei sind und keine Grenzen haben. Die anderen wiederum denken, dass es sehr strenge Pädagogik ist und dass die Kinder nur bestimmte Sachen tun dürfen, nur mit bestimmten Materialien spielen dürfen und so weiter. Also es gibt eigentlich diese zwei Extremen. Tatsächlich ist es so, dass Montessori-Pädagogik genau in die Mitte reinfällt. Und das ist eine Pädagogik, wo das Kind so viel Freiheit wie möglich erleben darf, aber auch klare Grenzen hat. Und darüber werden wir heute sprechen. Was genau sind die Prinzipien dieser Pädagogik und welche Prinzipien in Disziplin kannst du auch als Eltern nutzen? Und erster Punkt, was ich mir mal aufgeschrieben habe: Bei Montessori gibt es keine Bestechung, keine Belohnung oder Bestrafung. Wenn du jetzt dein Zimmer nicht aufräumst, dann gehen wir nicht spazieren. Wenn du deine Brokkoli jetzt nicht isst, dann bekommst du kein Eis nach dem Mittagessen. Wenn du jetzt aufhörst zu weinen und hier Szene zu machen, dann gebe ich dir ein Stück Schokolade. All diese Methoden und Sätze haben keinen Platz in der Montessori-Pädagogik. Das bedeutet, dass wir unser Kind dazu bringen, an anderen zu schauen oder von anderen abhängig zu sein, um irgendwas zu tun, anstatt eigene Selbstdisziplin zu entwickeln. Und Montessori-Pädagogik basiert auf inneren Selbstdisziplin. Ein Montessori-Ansatz zur Disziplinierung fördert eine intrinsische Motivation. Nicht Motivation, was von uns Eltern kommt, ja, wenn du das gemacht hast, bekommst du das und das. Wenn du das Zimmer aufgeräumt hast, dann bekommst du einen Stern. Das Ganze hilft dem Kind nicht, selbst nachzudenken und zu überlegen und zur Verantwortung zu übernehmen. Deswegen basiert die Montessori-Pädagogik nur auf die intrinsische Motivation. Punkt Nummer 2, respektvolle Kommunikation.
Man spricht mit den Kindern respektvoll. Das Kind wird auf Augenniveau gesehen. Man ist nicht über dem Kind, sondern man ist auf dem gleichen Niveau mit dem Kind. Wenn wir ständig ohne Grund Nein sagen, irgendwann fängt das Kind uns zu ignorieren. Wenn wir schreien, um Probleme zu lösen, das Kind wird auch das Gleiche machen und schreien, wenn es ein Problem hat. Deswegen ist es wichtig, mit dem Kind respektvoll zu kommunizieren. Stell dir einfach vor, dass du einen Erwachsenen vor dir hast, was noch nicht, in manchen Bereichen nicht weit entwickelt ist. Und oder manchmal finde ich das ganz gut, sich vorzustellen, dass es nicht deine eigenen Kinder sind, sondern fremde Kinder. Wahrscheinlich wirst du nicht das fremde Kind anschreien und wahrscheinlich wirst du das fremde Kind mit mehr Respekt anhören als das eigene Kind. Und kennt ihr das eigentlich auf der Arbeit mit den Kollegen zum Beispiel? Ja, geht man immer sehr respektvoll mit Kollegen um und ist immer höflich. Aber wenn man dann zu Hause ist mit eigenem Partner, entspannt man sich und ist man nicht mehr immer so höflich, wenn man das mit dem Fremden gemacht hätte. Und genauso ist es mit den Kindern. Deswegen stellt euch vor, dass es nicht eure Kinder sind, sondern fremde Kinder sind. Und so könnt ihr diese respektvolle Kommunikation euch angewöhnen. Vorbild sein und Modell sein. Die Kinder schauen uns an, also wir sind das Modell für das Kind. Die Kinder lernen von uns und deswegen ist es wichtig, dass wir das Verhalten, was wir uns von den Kindern wünschen, selber an den Tag legen. Wir zeigen auch den Kindern, wie können sie eigene Probleme lösen, wenn sie ein Problem haben. Zum Beispiel hat ein Kind das andere geschlagen. Vielleicht sollen wir dann zeigen, wie man Mitgefühl zeigt, ja, dass man das andere Kind fragt, ob es vielleicht ein Taschentuch braucht oder soll man was Kaltes auf den Kopf legen. Das kriegt das Kind alles mit und irgendwann eventuell wird er das Gleiche machen und wiederholen und seine eigenen Probleme für sich lösen. Nächster Punkt ist, die Kinder in schwierigen Situationen begleiten. Wir dürfen nicht den Rücken zeigen, wenn das Kind in schwierige Situation ist, wenn das Kind Wutanfall hat, wenn das Kind einfach Emotionen hat. Wir sind dabei, denen zu helfen, diese Emotionen zu regulieren. Die Kinder kommen auf dieser Welt, die können nicht laufen, die können nicht sprechen, die haben keinen eigenen Willen, die entwickeln das alles und sie entwickeln diese Fähigkeit, eigene Emotionen zu regulieren. Und wir Erwachsene sind Begleiter und wir sollen denen helfen. Wir sind nicht gegen das Kind. Also es ist nicht die Frage, wer gewinnt. Ja? Wenn du ständig Nein schreist und das Kind sagt doch und du willst eigene Meinung durchsetzen und er sagt doch, es ist nicht ein Kampf zwischen uns, sondern wir müssen uns in das gleiche Boot mit dem Kind setzen und wir sind der Begleiter, wir sind der Erwachsene in dem Raum und wir begleiten das Kind zum Beispiel durch einen Wutanfall. In dem Moment, wo das Kind Wutanfall hat, ist es unmöglich, mit denen zu rationalisieren, irgendwelche Gründe zu bringen, dass es sich beruhigen soll. Es ist einfach unmöglich. Das Kind hört das alles nicht. Deswegen als erstes, was du tun kannst, ist Mitgefühl zeigen. Ich verstehe, dass du geärgert bist, dass wir jetzt den Spielplatz verlassen wollen. Du hättest so gerne noch mehr Zeit auf dem Spielplatz verbracht. Mitgefühl zeigen, ich verstehe dich. Und einfach dabei sein. Und manchmal dauert der Wutanfall lange, manchmal brauchen sie 30 Minuten, um sich zu beruhigen. Und erst wenn sie ruhig sind, dann können wir irgendwelche Argumente bringen. Also Wutanfälle begleiten, nicht dagegen kämpfen, nicht ignorieren, nicht den Rücken zeigen, dem Kind zeigen, dass es geliebt wird in guten, aber auch in schlechten Zeiten. Sehr, sehr wichtig. Oft ist es so, dass die Eltern so verärgert sind, dass sie in den schlechten Zeiten, gerade dann, wo das Kind die meiste Liebe braucht, weggehen oder selber wütend sind und schreien und nicht diese Unterstützung dem Kind geben, was das Kind total in dem Moment braucht. Die brauchen das. Und ich kenne das, es ist so schwierig, weil du selber im Inneren kochst, du hast selber eigene Gefühle und was mir hilft, ist einfach zu atmen. Man muss sich auch daran erinnern, jetzt muss ich atmen, jetzt muss ich vielleicht bis 10 zählen. Oder manchmal ist es sogar so schlimm, dass wenn ich merke, ich kann mich selbst nicht regulieren, ich sage dem Kind, tut mir leid, ich muss jetzt das Zimmer verlassen, ich gehe in ein anderes Zimmer
und versuche einfach mich zu beruhigen, bevor ich wieder zu dem Kind komme, weil ich weiß, dass ich selbst auch reaktiv sein kann und dann kann ich selber nicht klar denken und dann macht man Sachen, die man später bereut. Mehr über Wutanfälle habe ich im Video gemacht, wenn du Interesse hast, wie genau du das angehst und was sind die Gründe für die Wutanfälle, dann schau dir gerne dieses Video an. Nach gemeinsamen Lösungen suchen, das ist auch ein toller Tipp. Und ich habe das vor kurzem erlebt. Und zwar gab es natürlich einen Konflikt. Zwei Geschwister, ein Auto. Annabelle wollte mit dem Auto spielen und Andreas hatte das Auto in der Hand. Und dann habe ich gesagt, ich sehe zwei schreiende Kinder. Andreas spielt gerade mit dem Feuerwehrauto, aber Annabelle möchte auch sehr gerne mit dem Auto spielen. Wie können wir dieses Problem jetzt lösen? Ich habe einfach die Frage so in den Raum geworfen. Und das Krasse war, Annabelle hat gesagt, vielleicht kann ich jetzt in dem Moment mit einem anderen Auto spielen. Und sie hat selber eine Lösung gefunden, obwohl sie nicht mal vier ist. Und ich war sehr dankbar, dass ich in dem Moment an diesen Tipp gedacht habe. Und es ist so, dass man zusammen, gemeinsam mit den Kindern nach den Lösungen suchen kann. Es ist nicht so, dass wir als Eltern immer Richter sind und richten müssen, ja, wenn irgendwie Konfliktsituation ist oder so, sondern wir können einfach die Kinder auch dazu bewegen, mitzudenken und zu überlegen, wie kann man aus dieser Situation einen Ausweg finden, wie können wir die Situation lösen, so dass alle zufrieden sind. Nächster Punkt ist Freiheit innerhalb von den Grenzen. Das ist, was ich angesprochen habe, dass Montessori-Pädagogik ist, irgendwo in der Mitte ist. Es sind die Kinder haben Freiheit, die Kinder haben aber Grenzen. Und es ist wichtig, den Kindern auch sehr klare und deutliche Grenzen zu setzen und zu zeigen. Die Kinder brauchen diese Klarheit, weil die befinden sich in dieser sensitiven Periode für Ordnung. Die wollen Ordnung haben, die wollen wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Wenn die Kinder keine Grenzen haben, haben sie ein Gefühl, dass sie alles tun dürfen, dass sie vielleicht auch ignoriert werden und dass Mama sich um die nicht kümmert. Man kann auch dieses Gefühl haben, ja, es ist mir egal, was du da machst. Wenn sie aber die ganze Zeit viele, viele Grenzen haben und immer Neins hören, haben sie auch ein Gefühl, dass sie in einer Diktatur leben. Deswegen ist es wichtig, irgendwie diese goldene Mitte zu haben, Grenzen zu haben, die klar sind, aber auch dem Kind entsprechend Freiheit geben in dem, was er gerade vielleicht machen möchte oder ich habe auch darüber gesprochen in dem Video zu Wutanfällen, dass man den Kindern immer wieder entsprechend des Alters des Kindes Auswahl gibt, ja, möchtest du heute aus dem roten Becher Tee trinken oder aus dem blauen? Auch das Video Wutanfälle stoppen, da sind sehr viele Tipps, wie du mit den Kindern zusammenarbeiten kannst und eine angenehmere Atmosphäre zu Hause schaffen kannst. Und manchmal, wenn das Kind sehr klein ist, in so einem Kleinkindalter oder nonverbal noch nicht sprechen kann, ist es sehr gut für das Kind zu übersetzen oder das zu kommentieren, was man sieht. Ja? Man sagt manchmal, dass man halt wie ein Sportreporter einfach kommentiert. Ja, ich sehe ein Fußballspiel, ja, und kommentiert, was passiert. Der Ball geht in das Tor, der Spieler so und so macht das und das. Und manchmal ist es auch hilfreich, dem Kind einfach das zu kommentieren, was man sieht. Zum Beispiel, wenn das Kind nach dem Spielzeug greift und das andere Kind zieht sich zurück, kannst du ja sagen, es sieht so aus, dass das andere Kind noch weiter mit dem Spielzeug spielen möchte. Lass uns schauen, was du in dieser Zeit machen kannst. Es wird bald verfügbar sein. Also kommentieren und übersetzen für das Kind. Also Montessori-Ansatz zur Disziplin erfordert eigentlich viel Geduld und viel Wiederholung. Vor allem, wenn das ein Kleinkind ist, man muss einfach sehr oft wiederholen und geduldig bleiben. Und eigentlich die größte Arbeit liegt auch noch daran, dass wir an uns selbst arbeiten, dass wir uns selbst kennenlernen, dass wir unsere Trigger, also was uns triggert, was uns wütend macht, dass wir das alles kennen und dass wir wissen, wie wir uns selber regulieren. Und natürlich ist es A und O für Mamas und Papas und Ressourcen zu haben, sich Auszeit zu nehmen und immer wieder einmal in der Woche, vielleicht 2 Stunden oder 3 Stunden, mal was anderes machen, einen Abstand nehmen, sein Hobby nachzugehen, damit man die Ressourcen wieder aufbauen kann, damit man gelassener werden kann, damit man entspannter werden kann und einfach auf die ganzen Situationen, die man im Alltag mit den Kindern hat,
ja, freundlicher und gelassener reagieren kann. Und ich finde das einfach toll, dieser Ansatz von Montessori, wie Disziplin gesehen wird. Und deswegen liebe ich Montessori so sehr, dass es so respektvoll mit dem Kind umgeht und man hat, man baut eine tolle, respektvolle Beziehung mit einem Kind auf, worauf wir uns später verlassen werden. Ja? Es ist sehr wichtig, die ersten Jahre so aufzubauen, dass man eine starke Bindung hat mit dem Kind, auf die man sich später verlassen kann. Ich freue mich sehr auf deinen Kommentar. Ich freue mich, dich auch sehr im nächsten Video zu sehen. Und falls du noch kein Abonnent bist, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich werde wahrscheinlich immer wieder Videos zu Disziplin posten, weil momentan erleben wir das sehr intensiv, diese ganze Phase. Und für mich ist es toll, einfach das alles nochmal in Erinnerung zu rufen, was ich mal gelesen habe, was ich mal aufgeschrieben habe. Und ich hoffe, dass es auch hilfreich für euch ist. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!